Willkommen zurück, Miko. Wir müssen eine Verbündete von meiner Heimatwelt Vardos zum Admiral bringen. Das Ziel ist Protektorat Glenn. Das ist eine Beamtin, die früher Agent Hask und mich betreut hat. Ich weiß nicht, was das mit der Operation zu tun hat, aber ich muss dem Admiral trauen. Ich bringe sie nach Vardos. Schönen guten Tag, meine Freunde, wieder bei Star Wars Battlefront 2. Das ist die Dauntless. Die haben wir gerettet auf Fondor. Was macht sie hier? Sie liefert Fracht aus. Sie hatte die Satelliten an Bord. Moff Wraith sagt, die Satelliten wären für Operation Asche. Verrät uns aber das Ziel nicht. Der Admiral auch nicht. Jetzt weiß ich warum. Satelliten sind justiert, Sir. Exzellent. Ich habe sie nicht gerufen, Commander Versio. Vardos ist unser Ziel. Eins davon, ja. Aber... der ganze Planet und sein Volk, sie sind dem Imperium treu. Der Imperator befiehlt es. Wir vernichten diesen Planeten und andere Folgen. Furcht wird sich verbreiten und die Galaxis wird sich erinnern, wer die Kontrolle hat. Es ist unsere Heimat. Das Imperium ist unsere Heimat! Und wir tun, was der Imperator befiehlt! Ich nehme keine Befehle von Toten an. Du nimmst Befehle von mir an! Aktiviert die Satelliten sofort! Fliegen Sie nach Vardos, und zwar auf der Stelle. Holen Sie Protektorat Glepp. Sie ist Ihr einziges Ziel, verstanden? Das ist alles. Ist alles. Kontaktieren Sie Agent Hask auf der Corvus. Ich muss mit ihm sprechen, und zwar unverzüglich. So. Wir finden Protektorat Glepp im Archiv. Mir nach. Wissen Sie noch, wo es lang geht, Commander? Ich habe ein gutes Gedächtnis, Agent. Dieser Sturm ist unnatürlich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die Bewohner müssen Todesangst haben. Das ist erst der Anfang. Wenn die Leute sehen, was wir getan haben, wird diese Angst sich durch die Galaxis verbreiten. Aber warum evakuieren wir die Zivilisten nicht? Zivilisten sind... Aufladen. Unsere Leute gehen vor. Das sind unsere Leute. Diese Welt gehört zum Imperium. Wir sollten sie beschützen. Es scheint so, als ob Virgin, Verdien, wie sie heißt, ich habe gerade den Namen vergessen, und Del sich auf die gute Seite überbegeben, und ich habe keine Ahnung, wohin müssen. Das ist auf jeden Fall ein Archiv. Und Bell hat ja auch scheinbar niemanden von seiner Audienz mit Luke Skywalker erzählt. Wo willst du hin? Oh. Ah.
kritisch. Ja, keine Ahnung, wo das Archiv ist, Alter. Bisschen schneller gehen können wir auch nicht, ne? Nein. Auch nichts angezeigt. Ich guck mal nochmal hier. Ja, aber er erzählt ihnen ja bloß was. Bereithalten zum Abrücken. Wir gehen mal da rein. Mal gucken, wo es da hingeht. Angeblich für einen neuen Einsatz. Keine Ahnung wo. Und mit? Gut. Hey, ja, keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. In irgendein Archiv? Okay. Hey, was wollen die denn jetzt von mir? Oder muss ich jetzt in dieses Raumschiff einsteigen? Das kann natürlich auch sein. Hm. Ja, das ist doch jetzt schon der Planet, wo ich hin muss. Keine Ahnung, was ist das denn jetzt? Ich guck mal, ob ich hier... Nein, da kann ich auch nicht hin. Ja, der muss es ja irgendwie bei diesem Raumschiff sein. Aber alles andere kann ich ja nicht machen. Gut, mal gucken. Ein Virgil heißt sie übrigens. Ich wusste auch den Namen nicht. Ja, aber das Raumschiff ist auch irgendwie... Ja, dankeschön. Warum zeigt das mir jetzt an und die ganze Zeit eben nicht? Ich hab mich immer zu blöd angestellt. Ach, da ist so einer. Ich kann nicht in meinem eigenen Schiff abreisen. Wir dürfen erst vom Bahnhof abreisen, wenn Sie eine Freigabe haben. Erreichen. Warum? Ich gehöre auch zum Imperium, genau wie Sie. Ja, wie komme ich denn da rüber? Bis dahin müssen Sie warten, wie alle anderen auch. Lassen Sie mich durch. 60 Meter in die Richtung, aber keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Vielleicht einfach hier hoch. Also war mein erster Gedanke schon richtig, ganz am Anfang. Na, dankeschön. Der Blut? Ich habe eine Menge Credits bei mir. Ich will nur eine Freigabe zur Abwesenheit. Nee, rum. Okay. Irgendwas anderes, keine Ahnung, Ritter. Jetzt ist ganz schön kritisch, ne? Das ist echt. Imperium, Imperium, ich wollte Imperikon. Das Imperium ist schon eine kritische Sache. Boah, ich komme echt vor hier. Die Sicherheitsprotokolle dienen Ihrem Schutz. Versuchen Sie nicht, Bardos zu verlassen. Flugabwehrstellungen werden ungenehmigt. Ich frage mich, warum der aber alle töten will. Ja, mal sehen, was jetzt kommt. Eine Statue? Ne, die glänzen nur ganz komisch. Sind wir wirklich wegen einer Person? Zivilisten könnten sterben. Außerdem gefährden wir auch unsere Truppler. Sie evakuieren nur auf Befehl. Da müssen wir rein. Sieht schon brutal aus hier. Dann wundert mich, dass hier eine Statue von dem hier steht. Und nicht noch eine vom Kanzler. Das Volk von Vardos ist dem Imperium treu. Warum sollten wir es leidend zurücklassen? Das ist alles für das große Ganze, Kommando. Mir gefällt das alles nicht. Vardos war unsere Heimat, Hask. Das Imperium ist unsere Heimat. Mit Operation Aschen beweisen wir, dass wir seiner Zukunft würdig sind. Sie klingen wie mein Vater. Das liegt daran, dass ich die Befehle des Admirals folge. Wurde aber auch Zeit. Impressium. Wer beleidigen Sie? Ich weiß, ich bin wichtig, aber die eigene Tochter gefährden. Ziel erreicht. Bewegung bleibt. Jetzt gibt sie mir auch noch Befehle. Wunderbar. Wow, zack! Ja, gehört zu mir. Die anderen bleiben hier, sie sind unwichtig. Los!
Commander. Wir haben ein Schiff in Landebucht 2. Dort sind sie in Sicherheit. Gehen Sie los! Los! Oh, was soll das? Nein, nein, nein! Stopp! Das ist nicht unsere Mission! Waffe runter! Schon okay, wir bringen sie weg. Los! Nein, nein, nein! Komm, warten Sie! Ich bin Ihr Commander! Waffe runter! Nein, unsere Befehle sind klar. Wir sollen Protektorat Gleb hier rausholen. Allein! Die Zeiten ändern sich. Sehen Sie sich doch um. Erkennen Sie das Imperium eigentlich überhaupt noch wieder? Bitte tu das nicht. Tu das Imperium nicht. Muss Zivilisten vor sowas wie Operation Asche schützen. Das ist das neue Imperium. Wenn das das neue Imperium ist, dann will ich nichts davon wissen. Ich befolge die Befehle meines Commanders. Sind das deine Befehle? Sind sie das? Denn in dem Fall ist das ihr Verrat! Sind das deine Befehle? Ja. Und ich habe meine. Die Waffe runter. Ungehorsam wird dein Untergang sein. Admiral Versio. Commander Versio und Agent Miko haben die Mission verraten. Tut mir leid. Habe verstanden. Bringen Sie mir Gleb. Das ist Ihre Mission. Ich werde mich um die Verräter kümmern. Na, jetzt haben wir ganz schön scheiße gebaut. Auf der anderen Seite des Platzes ist ein Durchgang. So kommen wir raus. Ich bin bereit, Commander. Nicht schießen. Wenn sie uns sehen, gibt's Ärger. Aber eigentlich... Wir sind so ungeschützt. Wir brauchen mehr Deckung. Wissen das doch noch alle gar nicht. Ich gehe doch wohl direkt weitergetragen. Suche nach Gegnern. Ah, fuck. Da oben ist es doch locker, wenn wir jetzt hier lang gehen. Sie sehen uns nicht. Okay, Glück gehabt. Ah, ich hasse solche Missionen, man so ganz vorsichtig sein muss. Der Sturm wird langsam stärker. Wir müssen den Planeten verlassen. So, schnell hier runter. Puh, wir hatten Glück. Und hacken. Los jetzt, in den Durchgang. Wir müssen zur Corvus und raus aus imperialem Herrschaftsgebiet. Sie haben Ihren Vater gehört. Woher schießen Sie uns ab? Dann müssen wir die Flugabwehrkanonen ausschalten. Ah, das sieht übel aus. Ganz ruhig, Miko. Die Zivilisten auf der Corvus verlassen sich auf uns. Wir haben keine Okay, der kriegt die gerade da runter. Die Corvus wird nicht mal wissen, dass wir kommen. Uns fällt schon was ein. Ich hoffe, das war jetzt okay. Du musst was hacken. Ja, komm jetzt zwei, das sehe ich ja. So. Was mache ich jetzt? Zeig mir einen Scan. Dieser Sturm gefällt dir ganz und gar nicht. Das Imperium würde uns niemals. Was macht der denn da? Ach, der hängt da unten rum. So, ich glaube, Nahkampf war. Gute Mausfahrt. Ist er tot? So, egal, wir rennen jetzt hier mal durch. Mist, das war blöd. Aber gut, wir gehen jetzt noch weiter. Ich hab das gehasst, ich wollte das nicht. Wir sind zum Tode verurteilt. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir dran. Ja, Commander. Wir können die Flugabwehrsysteme vor uns abschalten. Das machen wir natürlich direkt mal. Achso, was ist das jetzt? Okay, neue Fähigkeiten bekommen. Hier, oh, warum habe ich nichts ausgewählt gehabt? Nahkämpfer, wenn deine Fähigkeiten erneut und du erhältst geringe Gesundheit. Hartnäckig. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Und hier unten nehmen wir noch irgendwas Nices. Das nehmen wir auch. So, top.
So, jetzt muss ich mal gucken. Scan die Umgebung. Boah, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut erstmal rein und tschüss.